Hello. So, wir brauchen einen Waschen, weil wir ziemlich viel Müll wegräumen müssen. Dann kicken wir mal, dass wir das auf die nächste Upgrade-Stufe bekommen. Hier wachsen keine Bäume. Na. No. Aber das können wir gebrauchen. Hey, was geht? Wir spielen ein wenig Ecke. Und heute ist eigentlich echt nur Industrie dran. Das heißt, eine Halle bauen und dann mal kicken. Was? Ah, da. Die hat sich versteckt. Aber hallo. Und moin, Soldier. Soldier. Das einfachste ist, du gehst auf die Karte und suchst eine Wüste. Und siehst du hier diese roten Bobbles? Die hier? Das sind zu hoher Wahrscheinlichkeit Eisenerz. Und irgendwann kannst du einen Eisenfelsbohrer bauen. Wir können das hier mal eben mitnehmen, dann kann ich dir das zeigen. Und dann kannst du danach bohren. Aber das ist oberflächliches Erz. Und da kannst du die Sachen dann... Darunter ist meistens eine große Ader. Also es bricht oben hervor. Und darunter ist dann meistens was. So ist es eigentlich mit fast allem hier. Und Zocker. Es geht. Ich habe Create nur in... Modpacks gespielt, deswegen kann ich das nicht genau beantworten. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das Original Create richtig gespielt habe oder dass irgendwelche Anpassungen waren. So, und Soldier, hier kann ich dir das direkt zeigen. Hier hast du schon direkt Erz an der Oberfläche. Also wirklich, das sind diese roten Spots und dieses hellrote hier sollte eigentlich normaler Sandstein sein. Da können wir auch eben gucken. Ja, normaler Sandstein. Und hier siehst du den Unterschied. Dunkelrot ist Eisenerz, hellrot ist Sandstein. Und wenn du dann jetzt den Eisenbohrer irgendwann hast, das können wir mal hier machen, der funktioniert dann wie folgt. Du setzt mit dem roten, mit dem grünen Feld wählst du aus, was du bohren möchtest. Und links an der Seite siehst du dann, auf welcher Höhe Eisenerz ist. Du siehst jetzt, es kommt einen ganzen Haufen Sandstein und es sollte eigentlich auch noch Eisenerz kommen. Oder auch nicht. Aber ich hatte bei der Stelle, wo ich gebuddelt hatte, Glück.
Aber so läufst du dann durch die Wüste und guckst einfach, ob du irgendwo eine Eisenerzader findest. So, aber Zocker, hast du denn eine Frage dazu? Zu Create. Ja, ich habe Discord, aber Create Life 5 war überhaupt nichts für mich, muss ich leider zugeben. Das war mir zu... wie kann man das gut sagen? Das war irgendwie nicht mein Fall. Morgen kommt All the Mods to the Sky raus. Das will ich zocken. So, morgen. Moinsen, lala. What geht? Was meinst du denn mit Soulstorm? Also, bei Fragen kann ich dir gerne helfen, aber ich werde jetzt kein Create Life mehr spielen. Und ich gehe bei Minecraft auf keine unbekannten Server rauf, sorry. Storm Dawn of War. Oh. Du spielst Warhammer 40k. Ist das ein RTS? Ja, sorry. Lautstärke. So.
Aber ganz wichtige Sache nochmal. Hier, wie heißt das? Service Announcement. Falls ihr da Interesse drin. Ich hab dich da. Deswegen der Service Announcement. Und zwar... Dit werde ich morgen. Ich, sobald das draußen ist, werde ich morgen den Server bei mir zu Hause aufsetzen und dann gehen wir morgen in All the Mods 9 Skypack rein. Da freue ich mich schon hart drauf. Ich habe keine Ahnung. Und? Kann man das nicht bei Twitch sehen? In den Statistiken? Gab's nicht irgendwie, wie viel man ein Spiel gespielt hat? Müsste ich mal raussuchen. Aber ich glaube, ich habe wie gesagt, ich gehe nicht auf fremde Server und ich spiele hauptsächlich echt alleine und ungern mit anderen. Also nichts gegen dich, aber ich spiele da gern alleine. Zwischendurch mal zwar mit Leuten zusammen, aber sehr, sehr selten. Und ja. Oh. Also auch, dass ich hier mit Manni zusammenspiele, ist eine relativ starke Ausnahme. Oh Gott. Also vielleicht irgendwann mal, wenn bisschen mehr, ich sag jetzt mal, Community da ist, werde ich vielleicht mal so einen Community-Server oder sowas aufsetzen. Das werde ich auf jeden Fall tun. Aber jetzt aktuell noch nicht. Aber man kann gerne im Stream so gesehen zusammenspielen. Falls du da Fragen hast, kannst du dann immer gerne Fragen stellen. So. Und, morgen soll es endlich mal bei uns weniger regnen. Das heißt, ich kann morgen noch mal eine Runde Motorrad fahren. Freue ich mich schon drauf.
Das sah nicht gut aus. So. Sorry. Huh. So. Alter Schwede, dauert das ewig. So.
So, wie machen wir das hier am besten? Drei oder zwei? Oh. Stahl haben wir zerbrochen. Wollen wir dann jetzt eben den Stahlhammer reparieren? So. Das sieht geil aus. Okay, nice. Oder? Ich glaube, ich positioniere den, wie heißt er gleich noch? Den ein wenig anders. Den Hochofen. So, wie sieht das aus? Das sieht gut aus. Okay, das
Sieht besser aus. Ja, das sieht bedeutend besser aus. Dann kommt das rüber. Aha, geil. Das sieht mega aus. Thank you.
Okay. Oh. Oh, ich hab viele. Okay. Also, dann. Okay, ich muss wahrscheinlich eindeutig mehr Stahl brennen. Okay, das hauen wir weg. Und verdammt. Müssen wir mal gucken. Sollte passen. Ja, habe ich gesehen. Ja, also, das neueste Update hatte ich mir auch schon angeguckt, also ein bisschen gelesen, nicht Shop. Das hat sich echt nice angehört und die haben doch irgendwas mit der Beleuchtung gemacht, oder? Und das Raumschiff finde ich cool. Was ich nicht verstanden habe, ist, wofür das hier... Ah, Create Scrapyard Aesthetic. Also du kannst die hier wahrscheinlich freischalten. Ja. Aber das sah ganz nice aus. Ah, okay.
Ja, also bleibt dir nur eine Chance. Du fängst direkt nach dem Aufstehen an und dann geht's erst ins Feierabend, wenn du die Expedition durch hast. Genau. Ja, dann musst du so lange im Spiel bleiben. Kannst du ja parallel machen, würde ich sagen. Dann machst du immer eine Expedition und dann machst du... Du hast hier ziemlich viel vorgenommen. Klar. Du musst ja ausgelastet sein, würde ich sagen. So, was hältst du davon? Nur hier oben, weil ich am Überlegen, ob ich Stahlblech, drei Fenster, drei Stahlblech, drei und dann so durchgängig. Und hier will ich noch ein Eingangstor irgendwann bauen. Ich dachte, du machst mir jetzt hier Hoffnung und dann... Oh. Okay, dann brauche ich ja nicht gucken.
Yes! Geil! Exten! Nilo! Ist geil, finde ich. Ja, sauber. Das ist so der gewohnte, extrem langsame Anfang, wo du erstmal 12 Stunden damit beschäftigt bist, den Kram aufzubauen und du dir so denkst, ich hab keine Lust mehr, ich will nicht mehr. Ah, das sieht doch mega aus. Und dann kommt jetzt hier an der Seite noch ein großes Rolltor irgendwann rein. Ah, okay. Kann ich mir aber auch gut vorstellen, weil die haben ja... Momento. Okay. Oh. Das hier hatten sie ja gemacht, die Maces und so weiter. Deswegen. Okay. Aber das. Schon geil. Ja. Also da, die beiden Sachen da, das fand ich nice. Ja. Also das hast du ja gefühlt eigentlich mit allen Spielen, dass sie irgendwie First Day Buggy sind leider. Aber ich lasse mich volle Pulle überraschen von Skyblock und das Einzige, was ich da noch gucken muss, ist, wie das mit dem Server geht. Und ja. Also,
Glückwunsch dazu, das freut mich. Ich hoffe, da wirst du sehr viel Spaß damit haben. Damit hast du ja eigentlich so gut wie alles, ne? Fehlt nur noch der Kleinkram. Gehäuse und SSD. Aber... Oh, oh. Oh, nö. Ja, so soll das. Geil. Ey, das Gute bei Staub ist, du erkennst bei Staub sehr gut, ob da Feuchtigkeit war oder nicht. Wenn der Staub echt einfach runtergeht, dann hast du echt Schwein. Ist ja zum Glück beim Server völlig egal. Zum Glück. Ja. Also. Kühlflüssigkeit sollte ja nicht leitend sein, ne? Also das dürfte ja eigentlich ja sogar passen. Ja, und mit dem Rest würde ich genauso machen wie du. Einmal eben eine Grundreinigung machen und wenn sie funktioniert, dann funktioniert sie. Wenn nicht, dann nicht. Fertig aus. Oh, ich hab straight up an, wie heißt das gleich noch, an ein Auto gedacht, an Kühlflüssigkeit für ein Auto, ich weiß nicht warum. Naja, Pads und Paste dürftest du es wahrscheinlich in dem Fall schon gar nicht mehr nennen. Das kannst du dann einfach Verbundmaterial nennen. Also da ist doch alles raus. Das ist doch einfach nur noch
Betonpaste und dann noch nicht mal Paste, sondern Pulver. Ja. Also ich habe immer das Zeug von Noctur genommen, aber Thermal würde ich auch nehmen. Definitiv. Ah, das sieht cool aus. Jetzt muss nur noch das Dach vernünftig aussehen. Bei der Grafikkarte jetzt? Oder bei deinem PC, weil der einfach so gut passiv kühlt? Würde ich sagen, alles richtig gemacht. So. Ich wollte noch eine Sache eben mal testen. Wir haben nicht mehr so viel Wellblech. Das ist ein bisschen schade. Da muss ich eindeutig noch mehr herstellen. Aber ich dachte mir... Oh. Ich wollte keinen Würfel, ich wollte das. So, und wenn wir dann hier rüber gehen können, dann könnten wir hier oben die Mechanik-Sachen bauen, oder? Und hier haben wir die Wellblech-Maker. Und dann können wir die Fertigungsstraße nehmen, den Hochofen. Au. Oh. Das... da... Langsam entsteht das Fabrikgebäude und es sieht gut aus. So, Lift und Motherboard. Die erste von den Imports hatten wir. Ja, den habe ich auch abgeklemmt, den Lüfter. Der hat eine nicht vorhandene NVMe gekühlt. Das mal eben hier. So.
Ah, okay. Oh, krass. Okay. Da bin ich ein bisschen raus. Ich habe mir da damals, keine Ahnung, zig Berichte zu durchgelesen. Und dann war gut und dann habe ich nie wieder richtig geguckt. So, und jetzt. Gucken wir mal, ob wir hier eben den Raum fertig bauen können. Einfach nur. So. So, wird das als Raum erkannt? Ja, sauber. Okay. Ich glaube, das ist etwas, was ich, wenn ich mir einen neuen PC hole, dann wird der wieder krank sein, auf jeden Fall. Dann werde ich das aber auch machen und wahrscheinlich werde ich das auch im Livestream oder sowas machen, einfach nur um nochmal ein paar Tipps und so weiter reinzuholen, vor allem für BIOS-Geschichten und Zusammenbau ist kein Problem, aber nochmal zu gucken, was ich da jetzt genau machen muss und das wird interessant. Speicher. So. Und hier müssen wir auch. So. Wir haben hiervon nämlich keine Holzkohle mehr. Zwei. Nee, einer. Also wenn ich dich mitzähle, zwei und sonst ein Arbeitskollege von mir, der macht sowas auch. Aber der hat bis jetzt auch nur gebrauchte Sachen gekauft, deswegen weiß ich nicht, ob der das auch bei komplett neu gekauften Projekten machen. Oh oh. Ah, sorry. Ich vergesse das immer wieder in beide Richtungen, aber wenn ich es mache, dann vergesse ich mich zwischendurch wieder anzuschalten. Sorry.
Ja, die Dampfer. Das Geräusch. Ja. So, hatte ich euch die wichtigsten Projekte gezeigt? Eine Toilette? Ja. Das Beste ist eigentlich, dass der den Hals dann wieder so lange macht. So lang macht. Ja, wir sollten jetzt aber Holz hacken, damit wir neuen Stahl herstellen können. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Also. Ich hoffe, sie hat den Wort von gestern. Oh. Ist. Ich möchte nur gleich einmal präsentieren, wie sie ihren Stream beendet hat. Ja, hast du gesehen, wie sie ihren Stream beendet hat? Dann müsstest du ja eigentlich wissen, warum ich die Toilette gebaut habe. ja, sie hat ja auch länger gestreamt. Oh. Aber sie beendet, glaube ich, jetzt mittlerweile jeden Stream auf der Toilette. Also vorher war das ein Plumpsklo und jetzt ist das ein richtiges. Boah, das ist eine sehr gute Idee. Ich werde auch einmal eben eine fixe Pause machen. Und auch einmal eben nach draußen gehen. Und dann machen wir hier gleich weiter. Ich muss nämlich noch was nachgucken. Also sehen wir uns gleich wieder. Genau, also bis gleich, Freunde.
So. Ey, dieses Holzhacken immer. Da fehlt mir irgendwie noch irgendwie so ein Harvester aus der Landwirtschaft oder so. So, wie viel Holz haben wir denn mittlerweile? Brauchen noch mehr. Ich will nämlich Holzkohle herstellen, damit wir mehr Stahl produzieren können. Willkommen zurück. Und ich habe jetzt alles Holz zusammen, zwar nicht alles, aber genügend Holz zusammen, dass wir hier wieder die Produktion starten können. So. Kein Kraftstoff mehr. So, jetzt ist die große Frage. So. Ich glaube, ich verarbeite das noch zu Massivholz.
So, wie viel Massivholz können wir denn herstellen? Massivholz. 540, 800, 900, 1000. Oh. So. Ein bisschen schlafen. Komisch. Ups. Und wie viel sind dabei rum? Oh.
müssen wir wieder Stein noch holen. Nicht Steine, hier, Erz. Ja, das sollte reichen. So, dann gucken wir jetzt. Haben wir hier noch irgendwas? Aber nur ein. So, also hier, nee, hier. Nee, Münzen. So, jetzt müssen wir gleich noch die Tailings wegbringen. Habe ich die hier drinne? Jo. Okay, passt. Jo.
Boah, wie viel kann ich denn herstellen? Oh, jetzt, okay. Eingangsrohr ist nicht verbunden. Oh, ja. Okay, dann machen wir es doch anders. Ich hab's verkackt. Bis später und guten Hunger dir. So.
So, jetzt haben wir die letzten Röhren und dann sollte es gehen. Ah, es läuft. So, und das läuft jetzt. Was meinst du mit keine Durchführung gibt? Ja, das wäre nice, dass man hier Durchführung machen könnte. Oder gibt es welche? Peer, du sagst jetzt, es gibt welche. Ja, ich hab's bis jetzt auch noch nie gesehen, deswegen. und mir ist das auch völlig unbekannt, deswegen habe ich das auch gar nicht erst versucht. Und wieder geht's zurück und wir holen was zu essen und gehen pennen. Essen. Ja, ich. Ich hätte das da auch so gern gehabt.
Also irgendwie, dass es so einen Transmorpher-Block gibt. Irgendwie sowas. Also, dass du eine Durchführung hast, die du bauen kannst und die passt sich automatisch an den nebenliegenden Block an. Irgendwie sowas. Ja, oder das. Aber irgendwie sowas, was du halt setzen kannst und dann ist es egal, was für ein Block daneben steht. Der nimmt sich die links und rechts davon. Ja, oder dass man halt einen Betonblock oder Stufe 4 hat das nur oder Stufe 3, irgendwie sowas. Aber so ein Betonblock würde ich auch feiern. Oder halt hier dann ein Blech, aber als vollwertiger Block oder sowas. Und ich glaube, du hast da echt recht mit dem fehleranfällig sein. Ja. Da hast du recht. Und vor allem, dass er erkennen muss, welcher Block wo sitzt, fragt er ja konstant links und rechts ab. Oder, also. Ja, nee, das wird sehr problematisch dann wahrscheinlich sein. Ja. Und es gibt ja auch die anderen Sachen hier. Oh, wie heißt das Modpack für Mine Colonies? Wenn du dann
den falschen Shader und das drin hast, verschwindet dann einfach der komplette Block. So. Wie groß ist das? Ah. Oh. Geht das jetzt nicht mehr zu?
Guten Morgen. Was hältst du davon? Ich habe mir da echt Mühe gegeben. Guck dir das von der Seite an. Ja, okay, ignoriere die Leiter, aber das ist jetzt so der Fortschritt. Ich musste aber einmal hier eine Betonzelle einbauen, weil ich Wellblech brauchte. Und sogar mit... Richtig cool bis jetzt. So, wo ich jetzt aber noch dran am Überlegen bin, ist zwischen den Fensterreihen, also hier, ey, runter dann immer ein Betonpfosten. Das war positiv wahrgenommen. Also ich war gerade echt, also ich bin echt begeistert von dem Haus. Das sieht, das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist, dass du das lackieren kannst. Ich weiß nicht, ob du Sachen färben kannst. Kann man Sachen färben? Oh. Ah, okay, schade. Das wäre wirklich nice. Ah, hi. Mit Mods kann man's. Okay. Müsste man mal besprechen. Kann man Mods auf Server installieren? Ach, ich wollte den Hammer reparieren. So, aber das kriege ich bestimmt auch noch hin. Cool, danke für den Tipp. Ich glaube, das werde ich mal einrichten. Ja, man lernt nie aus. Und ich muss euch zeigen, warum wir diesen ganzen Spaß hier jetzt überhaupt bauen und, ne, aus einzig und allein ein Grund. Ich will so ein riesiges Stahlschild bauen. So, Essen. So, Speicher.
Okay, ne, die Säulen sehen blöd aus. Das sieht nice aus. Okay. Nice. Okay, dann werde ich das mal am Wochenende wahrscheinlich raussuchen. Und dann mal mit Money austesten. Weil die muss das ja auch haben. Okay. Fresh. So. Als ob es geplant gewesen wäre. Ich fass es nicht. Wie gut. Oh ne. Alter, wie viele Bisons haben wir hier? Ja, ist eindeutig eine Situation, wo man grimmig sein sollte. Dankeschön, ich freue mich da richtig drüber. Und wenn wir das dann auch noch lackieren können, dann wird es ja sogar noch besser. Also die Idee ist es jetzt. Moment, so. So die Idee ist es. Hier wollte ich den Hochofen nach oben führen, dann noch so ein bisschen Sachen machen und dann wird hier nochmal eine gerade Fläche entstehen und hier kommt dann wieder alles, was Mechanik ist, hin. Und dann können wir halt noch weiter in die Richtung gehen. Und wir haben einen Fahrstuhl direkt integriert. So, aber... Ich glaube, wenn das kommt, dann haben wir schon keinen Platz wieder in dem ganzen Krams. Ah, okay, also nehmen wir dann zum Beispiel... Warte, das könnten wir mal ausprobieren. Vielleicht haben die ja sowas schon integriert. Das hatte ich noch nicht geguckt. Nee, G.
geht hier nicht. Aber dann hat man hier dann wahrscheinlich so eine Auswahl, oder? Oh Gott. Eichstahl mit Fensterkacheln. Okay, das ist mega geil. Also das fehlt dem Spiel hier auf jeden Fall so ein bisschen. So, mache ich jetzt hier ein Dachwürfel? Oha. Ey, Momento, gib mir einen Moment. So. So. So, noch soll drauf. Warum machst du eigentlich? Das wollte ich hier nachmachen. Ich wollte nicht immer so vorstürmen. Ich wollte jetzt hier bauen. Und nach und nach nur ein bisschen machen, sodass Manni und ich auch zusammen zocken können und auch weiterkommen und nicht irgendwie so semi-getrennt sind. Ja, stimmt. Soll kommt hier halt. Oh, das fehlt noch. Und Dynamit muss in jedes Spiel rein. Nachdem ich Foundry gespielt habe, brauche ich das in jedem Spiel. Okay, die Option finde ich nice mit dem Koch, dass man den auch noch anders nutzen kann als nur für besseres Essen. Verdammt. Aber Plan ist es auf jeden Fall, später Ölbohrung zu machen.
Und jetzt ist die wichtigste aller Fragen. Wellblech? Oder... Oder Beton. Wie sieht das hier aus? Ich brauche Hilfe. Was nehmen wir als Dach? Bei dem Betonblock weiß ich nicht. Das Stahldach sieht eigentlich ganz okay aus. Das hier sieht ja okay aus, aber Betondach sieht irgendwie blöd aus. Rote Ziege. Gebt mir einen Moment. So. Ich glaube, mit den roten Ziegeln hat es definitiv recht. Da müssen wir dann nur noch gucken, wie... Das... Ja, das war sehr gut. Aber nicht diese Blöcke, ne? Sondern wirklich die reinste Dachform oben drauf kloppen. Ja, okay. Dann... Machen wir das Einzige, worin ich jetzt gut bin in diesem Spiel.
plane, dass da erstmal alles, was Mechanik ist, reinkommt. Und dann Industrie auf jeden Fall. Aber wir machen jetzt erstmal das, wofür ich den meisten Skill habe. Creepy ins Leere starren und dabei Zeit vergehen lassen. Ich weiß, das kriegen wir doch aber irgendwie hin. Kriegen wir das nicht durch so ein paar Stühle und so weiter hin? Obwohl. Ha. Aber wir können ja einfach mal gucken. Sonst fügen wir einen Zwischenboden ein, würde ich sagen. Das war die Idee. Okay, mit der Ecke will ich jetzt was ausprobieren. Das ist unsere experimentelle Geschichte. Deswegen hatte ich gedacht, dass wir hier eine zweite Ebene einbauen. Man muss ja hier, man kann ja hier zwischendurch einfach Öffnungen reinsetzen, wodurch die Halle dann wieder nach oben hin offen wird. War so eine Idee. So, jetzt kommt das Experiment. Okay, das machen wir nicht.
Ha. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ob wir... So, und dass wir dann hier nicht einfach... Oh. Ey, ich glaube, die Kombination sieht besser aus als Flachdach, oder? Und hier bei dem Betonblock, ich glaube, da würde ich dann auch so einnehmen. Aber ich glaube, da, wir setzen da eine normale Bodenplatte einfach drauf. Ohne Flachdach, ohne alles, einfach nur sowas. Ja, oder? Ich bin mir aber noch nicht sicher. So. 1, 2 oder 3. Ich tendiere sehr hart zu 1, weil wir dann nicht dieses hier haben. Und 2 bin ich mir unsicher. Okay, aber den Betonblock hier oben würde ich dann noch wegnehmen. Dass das wirklich ist wie ein Deckel oben drauf. Und ein Überstand sieht, glaube ich, blöd aus. Okay, dann gucken wir mal. Dann bringen wir eben alles weg. Dann machen wir jetzt erstmal einen Boden aus Blöcken hier hin. Ach, verdammt.
Oh, es sind nur 23. Was ist, wenn wir uns da oben jetzt einfach ein... Wo ist der... Da ist der Wagen. Okay, jetzt sollten wir oben drauf genügend Platz haben. So. Zugriff. Ich glaube, wir machen jetzt einfach erstmal die Front hübsch. Oh. Okay, das war nix. Okay, und jetzt will ich das mit den Ziegeln testen. Ja, die Front muss nur gut aussehen, alles andere ist egal. So, jetzt können wir das doch mal von unten an... Oh. Und da oben drauf können wir dann dieses riesige Stahlschild setzen. Und das Gute ist, die Ziegel brauchen wir nur außen rum setzen. Wir können dann... Wow. Wir können dann einfach nur den mittleren Bereich lassen wir einfach frei. Da könnte man zum Beispiel noch Glasfenster oder sowas einsetzen. Ich habe keine Ahnung. Aber hier außenrum könnte man dann einfach die Ziegel setzen als Eingrenzung. Aber ich finde, das war eine Top-Premium-Choc-Güzel-Idee.
Ist der tot? Oh, nein. So. Und jetzt kommen wir zu einem Problem. A Dragon. Wir kommen jetzt zu deinem Lieblingsthema. Oh. Es ist kein Problem, es ist eher, ich würde sagen, dein Lieblingsthema. Oh, schade. Okay. Oh ja. Und was müssen wir jetzt wohl forschen? Ich glaube, das ist ganz gut, dass wir das jetzt machen. Dann. Ich glaube, Manni würde dann durchdrehen, oder? Nee, wir machen jetzt als erstes erstmal Industrie, würde ich sagen. Weil ich glaube, für Öl und so weiter brauchen wir Dinge aus Industrie. Aber wir können ja mal eben gucken. Ölbohrung braucht modernes Forschungspapier, Ingenieurswesen. Okay, das kriegen wir noch hin. Wir könnten auch Ölbohrung machen. Oder Industrie. Ich wäre aktuell mehr für Industrie. So, dann würde ich die mal eben anhauen. Und ich würde 10 Grundlagenforschung mal eben machen. Ich glaube, das Einfachste an Grundlagenforschung ist... Oder warte mal. Wir brauchen... Grundlagenforschung, Fortgeschrittene und Moderne. Also... 12... 12 hiervon. Und 10 hiervon. Ja, ich würde jetzt nur mit Industrie anfangen, würde ich sagen. So. Grundlagen. Fortgeschrittene, okay. Grundlagen. Machen wir jetzt hier einfach mal 20. Und wir hätten mit dem Fahrzeug herkommen müssen. Aber deine Idee finde ich auch ganz gut. Dann können wir dann morgen... Ah nee, morgen machen wir was anderes. Aber dann können wir im nächsten Stream dann mit der Industrie loslegen. Aber eigentlich will ich heute die Industrie fertig bekommen. Einfach nur, damit ich mir eine elektrische Stanze baue, damit ich mir Stahlbleche herstellen kann. Und das Ganze... Einzig und allein aus dem Grund, dass ich, wie heißt es gleich noch, das große Stahlschild herstellen. So, das ist kein Large Storage, sondern, hey! Da freue ich mich drauf. Und du kannst auch nicht zu Manni flüchten, um Echo zu gucken.
Tut mir sorry dafür, auf jeden Fall. Ich würde sagen, du musst da einfach stark bleiben. Und du wirst es überleben. Oh, was zockst du denn aktuell? FIFA, Rainbow Six oder Fortnite? Forschungslager. So, und Forschung 1. Bam, 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 bam. Und hier dasselbe. Speicher. Forschungslager. Forschung 4. 3. 1. Und wo? Da ist die 2. Ich. Bam, 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 bam. So, ich zock gerade Rainbow Six Fortnite. Ich mag Battle Royale Shooter nicht. Das ist mein größeres Problem damit. Aber sonst, ich fand die Idee, was sie damit vorhaben, ganz cool. Und die Lego-Integration finde ich ganz cool. Und ja. Das ist bei mir egal. So, jetzt interessiert mich, was da zensiert worden ist. Ich kann nicht sehen, was zensiert worden ist. Oh, hey ho. Ich mach Forschung. Ich hab keine Lust auf Forschung. So. Okay. Fortgeschritten eine.
Und hier 7. Oh. Zehn. Oh. Oh, das hier ist ja noch schlimmer. Manni hat kein Haus mehr. Alter Schwede. So, und hier, fortgeschrittenes Forschungspapier. 2. Ja, leider. Traurig, traurig. Verdammt, wir müssen Bäume fällen, damit das... Haben wir noch irgendwo Massivholz? Massiv. Oh ja. Aber Dragon, du hast es. Wir können da auch ein Toilettenhaus hinsetzen. Ist dir was aufgefallen, sobald du das Thema Forschung erwähnt hast, hast du nie mehr was von ihr gehört. Also, das ist schon direkt... Sie ist schockierend weggelaufen. Also, ich enthalte mich jeglichen Kommentares und ich finde es nicht sehr nett, wie du über Money sprichst. Leider, leider, leider. So. Ach, siehst.
134. Verdammt. 144. Wusste ich's doch, oder war es 45? 45 war es. So. Beauftragen. Und beauftragen. Ja, also, Romano und Reagan haben erzählt, dass sie da malen und den Beruf Maler und Tiere und so weiter reinbringen wollen. Das fand ich sehr nice und interessant. Das fertig. Was brauchen wir denn hier noch für Ölbohrung? Modernes Forschungspapier, Ölbohrung, modern. Vier. Tiere wie Kühe, Hühner, wie bei meinem... Also, was? Okay, und die Tür, dass man Tiere züchten, füttern muss und so weiter. Ja, also... Das würde richtig, richtig gut reinpassen. Das würde den Beruf der... Hier, diesen Zweig hier nochmal richtig geil verbessern. Vor allem, wenn das dann... hier noch erweitern kannst mit, keine Ahnung, dass du wirklich nicht nur Landwirtschaft hast, sondern auch das Thema Landwirt da drinne hast oder Tierzüchter oder sowas. Ja, auf jeden Fall, dass du dann halt wirklich das Ökosystem, nee, das Ökosystem in Ruhe lassen könntest und wirklich dann einfach dir externe Ressourcen ranholst. Was ich auch cool finden würde, wäre, wenn du wirklich hier anfangen könntest, vegane Fleischalternativen zu produzieren. Heißt zum Beispiel, dass du jedes Rezept, was Fleisch drin hat, könntest du auch durch vegane Alternativen halt ersetzen. Die müsstest du zwar herstellen, aber dann hättest du ein veganes Fleischpatty, was du benutzen kannst, anstatt ein normales Fleischpatty. Ja, und du müsstest nicht auf die Raumstufe achten, dass es Tier 2 ist, sondern du müsstest darauf achten, dass die Tiere sich da drinnen wohlfühlen. Das wäre auch sehr nice.
Ich glaube, du hast das mit dem Thema Forschung wirklich übertrieben, denke ich. Das war straight up, hast du damit einen Triggerpoint getroffen. Und ich habe ja gesagt, es ist nicht gut, wenn der Chat andauernd die Streamer mobbt. So, was braucht... Ne, das hier. 27 Bewährungsstahl. Ja. Beauftragen. Ja, damit trigger ich euch. Genau, ist klar. Damit spawn ich euch beide. Nein, Mobben ist das nicht. Ich gebe mir Mühe. Okay. Ja, da muss ja auch ein Gerichtsgebäude rein, ne? Ich hoffe, das letzte ist ein... Oh, Kacke. Ich hoffe, das letzte ist ein Scherz. Was zur Hölle? Das kannst du doch keinem erzählen.
mein Gott. Okay, und warum das Rathaus? Das würde mich mal interessieren. Wegen der Forschung oder was? Das wird ja maximal stressig. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir wirklich das brauchen. Oh, du bist wieder zurück. Ich dachte, du wärst noch unterwegs. Schönen Abend dir noch, Soldier, und ja, bis zum nächsten Mal. Ein wenig später, ja, sonst trennt ihr beide nur Unsinn gegeneinander. Was? Ach, treibt. Ach. Damit fangen wir erst später an. Ah, okay. Sorry dafür. Ach, verdammt. Clay Moles. Moles, nicht Moles. Auch hier bleiben, wenn du möchtest. Wir
können hier jegliche Unterstützung in Richtung ja, Hilfe gebrauchen, auf jeden Fall. So, wo ist hier die Forschung? Forschung. Ja. Yeah. Ah, okay. Mal gucken, ob sie dann spawnt, sobald du weg bist. Weil dann das Thema Forschung nicht mehr angesprochen wird. Oh. Okay, bis später vielleicht. Also ich mache heute bis 22 Uhr. Also sonst schon mal dir einen schönen Abend und schönen Feierabend und viel Spaß beim Zocken. Dann bis morgen und einen schönen Abend dir. Wo konnte ich die Molds herstellen? Ah, da. Brauchen wir 20. Okay, dann holen wir eben 20 Lehm. Schmelzenstufe, sonst was. Was haben wir denn jetzt hier? Mechanik, grundlegende Techniken, okay. War das hier? Nee. Hier, Industrie, Schmelzen. Uns dann noch ein paar Clay Bones, damit wir noch ein paar Eisenbarren herstellen können.
Oh. Wollen wir jetzt mal eben ein bisschen Eisen liefern, die Claymolds ab. Und dann müssten wir eigentlich den Kram alles herstellen. Und ich glaube, ich stelle noch mal Dingsens her. Wo war denn hier der? Da, Währungsstahl. Stellen wir mal 10 Stück hin. So, mit dem Eisen sollten wir eigentlich hoffentlich so weit kommen, dass wir das Forschungspapier abschließen. Oh Gott, ich glaube, die Bäume sind nicht gerendert. Holz weg. Stahl weg. Geht doch.
So, fehlt hier noch was? Oh, 3 Eisenplan. Moin, was geht? So, 3 Platten. Wir spielen gerade Echo. Und ich bin gerade ein bisschen an der Forschung dran, damit ich in die nächste Stufe der Industrie übergehen kann. Nice, Glückwunsch. Habt ihr bei euch einen Feiertag? Oder einfach nur so frei? Industrie jetzt lernen. Ja, boah, was kriegen wir denn hier alles? Schmelzschleuderrezept, verbesserte Schneidertisch, Stanzpresse, Steinmetz. Hobelmaschine, oh, das sieht alles so gut aus. Automatischer Webstuhl. Ein Kühler. Ah, okay, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass es den bei uns nicht gibt, aber ich muss morgen arbeiten gehen. So, was ist das? Dendrologie. Ingenieurswesen und was fehlt hier jetzt noch? Fortgeschrittenes Forschungspapier, Landwirtschaft. Okay. So,
wollte ich denn? Ach, wir brauchen noch ein wenig Bauholz. Okay, dann gucken wir hier. Da haben wir noch Bauholz. Super. Und nicht gerade wenig. So. So, was fehlt denn hier noch? Urnahrung. Bisschen Forschung. So, was brauchen wir denn hier? 16, 16. Ich hoffe, wir haben genügend Eisen. Oh. Gott sei Dank hat das geklappt. Oh, und alles. Also Öl brauchen wir ja gar nicht. Ich will jetzt am Ende noch ein großes Stahlschild bauen. Fehlt schon wieder was. Das ist bestimmt das letzte Eisen, was wir haben und dann... So, wir brauchen eine Achse. Wir haben 8 Bauträger. 4 Eisenplan. Okidoki.
was ganz Wichtiges. Und zwar brauche ich noch die Glühbirne. Hallo. So, haben wir hier noch Glüh? Ja, wir haben eine. Ich glaube, wir brauchen zwei. Ich bin mir aber nicht sicher. Haben wir hier noch welche? Glühbirnen. Okay, dann holen wir eben Kupferdraht, 30 Stück. Okay. Ich glaube, wir müssten jetzt eigentlich alles zusammen haben dafür. Oder war das über den hier? Es war über den hier, okay. Abreißen. Hier auch ein Zwischenbogen. Okay.
Okay, das zählt leider nicht. Schade. Nice. Elektrische Wasserpumpe, Herd, Schmelzschleuder. Oh, verbesserter Schreinerhandwerkstisch. Hm. Verbundhölzer. Okay. Morgen richtig, richtig viel machen. Was zur Hölle ist denn das bitte? Ich glaube, das ist das, was Drake vorhin meinte, dass die Sachen ein wenig groß sind. Ah, okay, ich hab's gerade gesehen. Es könnte sein, dass wir noch einen nach oben gehen müssen. Thank you.
noch ein bisschen Wellblech. Und dann testen wir das Ganze mal. Das klappt. So, die hier. Nice. Ach, ich freue mich.
Ah, sauber. Damit haben wir unser Ziel erreicht. Und das gleiche können wir dann auch noch bei Mannys Restaurant aufbauen. Okay, jetzt müssen wir da irgendwie hochkommen. Nice. Cool. Weil sie dann noch ein richtiges Dach hat, dann sollte das da auch sehr gut reinpassen eigentlich. Ja, und der nächste Schritt ist dann Öl und dann geht's weiter. Ach, das müssen wir noch herstellen. Ja.
geil. So, ich werde mal für heute Feierabend machen. Ja, wir haben das erreicht, was ich erreichen wollte. Riesengroße Schilder. Und ja, wir haben unsere Industriehalle gebaut. Die finde ich auch designtechnisch sehr nice. Das passt richtig, richtig gut. Ja, und morgen spielen wir dann All the Mods. Da muss ich dann mal reingucken, ab wann ich anfange. Ich denke mal, morgen werde ich auf jeden Fall früher spielen. Aber da muss ich gucken, wann ich morgen Feierabend kriege. Nicht, dass das wieder so spät wird. Das wäre blöd. Aber ja, für heute würde ich mich dann verabschieden. Und ja, genau. Also, wie gesagt, morgen All the Mods. Irgendwie, wenn ich es hinkriege, würde ich ab 5 sagen. Und sonst halt ab 6. Ich muss gucken, wann ich Feierabend habe. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Gute Nacht. Schlaft nachher gut. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Haut rein. Bis die Tage. Cheerio und auf Wiedersehen. Ciao.